Da lacht der Philipp hinter der Kamera. Ich glaub's ja nicht. Jo, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Feuer! Servus miteinander. Wir sind heute mal in das niederbayerische Umland geflohen, um genauer zu sein nach Essenbach zum Trachtenhaus Stefanie Roteichner und wollen heute mal für euch die Lederhosen unsicher machen. Pünktlich zum Oktoberfest wollen wir wissen, tja, welche Lederhose trägt der Mann? Ist es eher die bunte oder vielleicht doch eher die traditionelle? Finden wir es mal raus. Mitkommen. So, jetzt hoffen wir natürlich, dass die Steffi auch da ist, aber ich glaube, es schaut gut aus. Hallo. Servus Steffi, Tom von Wiesengaudi. Hallo Steffi, grüß dich, servus. Steffi, wir sind da, pünktlich zum Oktoberfest. Wir sind ja mittendrin und wollen einfach mal gucken, welche Lederhose trägt der Mann, was du da so empfiehlst. Hast du Lust? Ja, natürlich. Schau mal gleich hinter mir her. Schau mal hinter. Jawohl, mitgehen. Steffi, das ist ja hier ein sensationeller Laden. Ja, schon bei der Herfahrt. Es ist ja wirklich nur maximal ein Stündchen aus München hier anzureisen. Genau. Von München kommt man am schnellsten über die Autobahn Richtung Deckendorf und dann Autobahnausfahrt Landshut, Stadtmitte, abfahren Richtung Regensburg und dann findet ihr uns direkt an der B15 in Richtung Regensburg. Stadtmitte, also Ortsmitte Essenbach. Ortsmitte Essenbach, genau. Direkt an der Hauptstraße. Ganz genau. Maximal ein Stündchen. So, jetzt sind wir hier im Lederhosenparadies bei dir, Steffi. Vielen Dank. Da musst du jetzt erstmal ein bisschen was zu erzählen, weil ganz ehrlich, da schlägt das Männerherz höher. Auf jeden Fall. Ausnahmsweise. Auf jeden Fall. Also, wir haben eine sehr große Auswahl an Meindl-Lederhosen, an Jenny Hirschlederne. Haben wir aber auch für die jüngeren Kunden, haben wir zum Beispiel Josette-Lederhosen oder einfach ganz tolle Hosen von Spiel und Wensky. Die haben eine super Qualität und auch einen unschlagbaren Preis. Und ganz besonders stolz sind wir natürlich auf unsere Auswahl an Hirschlederhosen. Oh, und da kann ja. Man gleich mal schauen, ob was dabei ist für die. Da sind wir schon beim Stichwort. Du hast es ja vorhin schon erwähnt, Meindl. Ja, das ist ja so der Fachbegriff, den ja jeder kennt. Ob in Bayern, ob in Baden-Württemberg oder in NRW, das ist einfach die Lederhose schlechthin. Erzähl doch mal, wie kommt's, dass ihr dann tatsächlich wirklich so viel Auswahl hier bietet? Wie ist die Nachfrage da? Die Nachfrage bei Meindl-Hosen ist riesig. Die haben natürlich einen ganz tollen Namen, die haben eine super Qualität. Und es legen einfach immer mehr von ganz jung bis ältere Herren, die legen immer mehr Wert auf Qualität, dass die Hosen wirklich ein Lebtag lang halt und dass man auch wirklich gut angezogen ist. Und hier Schlederne, das tragt sie einfach traumhaft. Die tragt sie wie zweite Haut, wie eine Jogginghose. Also wo natürlich immer geht, ist der Klassiker, das ist Nockerberg von Meindl. Also auch nochmal mit einer Gelbbestickung. Ist es jetzt gerade reiner Zufall, dass wir jetzt zwei Hosen sehen, die eben doch in dieser Farbe bestickt sind, so gelb-grünlich, hellgrün? Also der klassische Sticker auf der Lederhosen ist tatsächlich, also die haben ganz viel mit grün gestickt, wo es jetzt heuer, wo es heuer neu gibt. Es gibt es jetzt auch schon ein bisschen länger, aber heuer greifen immer mehr Herren drauf zu. Ist eine, Entschuldigung, eine blau gestickte Lederhose. Ach ja. Schaut super aus. Wenn man dann nur farblich vielleicht ein weißes Hemd, das ist ein bisschen grün. Vielleicht also ein bisschen also nochmal bunt farblich dazu abgesetzt ist. Ja. Und dann am besten nur blaue Knierstrümpfe oder blaue Loferl, das schaut super aus. Also muss man sich jetzt als Mann dann nicht irgendwie vielleicht auf der Wiesn, naja, schämen ist vielleicht das falsche Wort, aber man darf schon auf alle Fälle mal mutig sein und auch mal eine andere Farbe auswählen von der Bestickung. Doch, tatsächlich. Ja. Also mit so einer Hose macht man auf jeden Fall nichts falsch. Und die kann ich auch einen Lebtag lang anziehen. Die kannst du Lebtag lang anziehen, die Hosen. Und das sind wirklich Hosen, die zeigt man an, bis du am Nimmer passt. Aber man muss auch dazu sagen, die werden weiter. Hirschlederhosen wird weiter. Zwei Größen. Gender schon mal wachsens mit. Ah, ja, aber das ist ja ein wichtiger Hinweis. Da muss ich kurz unterbrechen, Steffi. Also das ist wirklich gut, dass du es sagst, weil es ist ja doch ein Geld, was man hier investiert. Und da sollte man natürlich dann schon wissen von der Größe, wie du es gerade gesagt hast, dass die dann nochmal ein bisschen sich ausdehnt, also ausweitet. Zwei Größen, je nachdem, wie sich der Mann ausweitet. Ja, in der Regel ja eher hier vorne, gell? Sind wir Männer ja damit belastet. Aber Lederhosen auf jeden Fall nur ein bisschen länger haben. Okay, genau. Gut. Und dann ist natürlich... sitzen wahrscheinlich vielleicht ein, zwei Buben da, die schon drauf warten, dass der Papa die Hosen nicht mehr anzieht. Und der Papa kauft sich eine neue. Ganz genau, so ist es. So läuft's. Wir haben auch viele Kunden, die mit einer alten Lederhosen kämen, die teilweise 70, 80 Jahre alt ist, vom Opa oder sogar noch vom Uropa. Das sind super Hosen, haben immer noch toll zum Anschauen und dann einfach ein schönes Hemd oder ein neues Westteil dazu und dann geht's auf die Wiesen. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt sagst du das einfach mal so salopp, aber 70, 80 Jahre eine Lederhose, das ist echt der Wahnsinn, oder? Ja. Die haben einfach wirklich gut gemacht, haben von der Qualität super. Jetzt, wenn die das auf dem Tisch liegen,
ich habe jetzt einfach mal Lust, welche anzuprobieren, oder? Ja, zack, und schon wieder in Tracht. So schnell geht's. Steffi, ich muss sagen, sensationell. Spitzingsee, extrem, gefällt mir. Städter, sehr gut. Vielen Dank. Super aus und passt auch, oder? Ja, sitzt super. Es ist wirklich wie eine zweite Haut, muss ich mal echt sagen. Das merkt man natürlich vom Leder extrem, dass das wirklich sich an den Körper schmiegt sozusagen. Super. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Hose. Vielleicht zu der Stickerei noch mal ein paar Worte? Die Stickerei bei der Spitzingsee schaut natürlich super aus. Die ist ein bisschen auf alt gemacht, da ein bisschen abgewetzt. Und das ist tatsächlich harte Arbeit, dass man das so hinbringt, dass es so ausschaut und einfach sehr aufwendig gestickt. So, Steffi, next one. Ja, hier ein bisschen wieder. Danke, danke. Finde ich auch toll. Also ich könnte mich gar nicht entscheiden, wenn ich ehrlich bin, weil die sind wirklich alle super. Man darf zwei oder drei nehmen. Genau. Sag mal, das ist jetzt so wieder was Traditionelleres, gell? Ein bisschen schlichter das ganze Thema Kalten. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Das ist einfach auch Hosen, die kann man ganz lang sehen. Das ist auch ganz traditionell mit dem Stick. Und ja, schaut einfach super aus. Ist jetzt ein bisschen dunkler. Genau, mit dem dunkelgrünen Stick. Genau. Das heißt auch in der Kombination. Ich stelle mir so vor, wenn das ein gelb oder grün gestickt ist oder ein blau gestickt ist. Ja. Also so eine Lederhosen, das ist jetzt eine, die kannst du jetzt zutragen. Die kann allerdings, die zieht auch mein Opa noch an. Mhm. Also mein, das ist wirklich für jede Altersklasse vom 15-, 16-jährigen Buben bis zum älteren Herrn. Da findet sich jeder was. Steffi, last but not least, guck doch mal, also ich meine, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist mein Favorit gewesen, aber ich nehme es zurück, weil das ist jetzt absolut mein Favorite. Okay. Mega, hammer, toll. Die blaue Hose, also die Hose mit der blauen Bestickung finde ich klasse. Hier nochmal die Strickjacke dazu. Das ist eine ganz tolle Strickjacke, die ist von der Firma Gott sei Dank aus München. Und die machen wunderschöne Sachen. Einfach alte Trends. Ja. Die machen wirklich, die legen alte Stoffe neu auf, ganz modern. Und es hat einfach, es passt einfach. Ja, es ist nochmal sportlich, das Ganze, ein bisschen abgerundet. Man kann es auch zu einer Jeans ganz normal mal tragen im Herbst. Man muss da Jeans dazu. Ja. Kann man auch in München das ganze Jahr tragen, nicht nur zur Wiesenzeit. So, Steffi, jetzt sage mal ganz zum Schluss, warst du eigentlich schon auf der Wiesen? Heuer habe ich es leider noch nicht geschafft, aber werde ich sicher die nächsten Tage, Wochen nur spontan ausgehen. Und wenn du den Weg Richtung Wiesen machst, sag mal, welches Zelt peilst du dann immer so an? Die letzten Jahre waren wir immer im Hackabschor, da spielt von einer Freundin von mir, der Papa Musi. Mhm. Und da gehen wir dann irgendwie rein, das ist ganz toll, aber ich mag es auch ganz gern einfach nur draußen rundum gehen. Moin. Super. Ein bisschen alles anschauen. Ansonsten findet man Steffi im Himmel der Bayern, gell? Wir sind ja hier auch schon im Himmel der Bayern sozusagen, im schönen Essenbach, Nähe Landshut, im wunderschönen Niederbayern. Wann findet dich hier? Wann? Ja. Von Montag bis Samstag. Tag ein, Tag aus. 9 Uhr bis Samstag, 16 Uhr. Super. Und du hast natürlich nicht nur Lederhosen, sondern natürlich auch ein paar Dirndl. Ja, wir haben wirklich für die ganze Familie was. Mhm. Wir haben für die Frauen wunderschöne Dirndl von Sportalm, von Toastmann, für die jungen Mädels von Spiel und Wensky, von Krüger Madel und dann natürlich ein Klassiker bei den Dirndl, Wenger oder Naya, die Rockmacherin. Das sind wunderschöne Röcke, die werden in Bayern gefertigt. Die Rockmacherin selber kommt ursprünglich aus Hamburg, lebt aber jetzt am Ammersee und macht wirklich ganz tolle Sachen. Also Handstrickpullis, Janker, Kinderdirndl, Kinderlederhosen. Was das Trachtenherz begehrt, man findet es bei der Steffi. Ja. Super. Steffi, vielen Dank. Wir haben uns sehr wohl gefühlt und eine schöne Saison noch und bis bald. Bis bald. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Servus. Tschüss.